einer der schönsten Orte in der Schweiz ist zweifelsfrei das kleine 2500 Seelendorf Lauterbrunn, das inmitten von steilen Felswänden liegt, von denen mehrere Wasserfälle 100 Meter in die Tiefe stürzen. Im Hintergrund sieht man das riesige Massiv der Berner Alpen. Das eigentliche Highlight von Lauterbrunn ist die Landschaft. Ein besonders beliebtes Fotomotiv ist der Staubbachfall, der mit seinen 297 Metern der zweithöchste Wasserfall der Schweiz ist. Dieser Wasserfall hat den Ort so berühmt gemacht, dass jeder, der in der Schweiz Urlaub macht, versucht, hierher zu kommen. Skifahren, Wandern, Klettern, Radfahren. Die Liste der sportlichen Aktivitäten, die in Lauterbrunn unternommen werden können, ist lang. Aber auch derjenige, der einfach relaxen will, findet hier seine ruhigen Plätze. Der Seealpsee liegt auf 1141 Metern Höhe in Appenzell und ist umgeben von Alpsteingebirge. Der Seealpsee ist ein beliebtes Ziel zum Wandern, Grillen, am See chillen und baden. Der See hat uns so fasziniert, dass wir da schon mehrmals waren, zu verschiedenen Jahreszeiten. Die Rundwanderung ist einfach zu schaffen und dauert ca. 3 Stunden und sie bleibt auf jeden Fall für immer in Erinnerung. Für uns zählt dieser See zu den schönsten Seen in den Alpen. Auch die umliegenden Berge bieten viele Möglichkeiten zum Wandern, also plant am besten mehrere Tage für diese tolle Gegend ein. Ihr werdet es lieben. Das Matterhorn ist wohl einer der bekanntesten Berge der Welt. Es ist das Wahrzeichen der Schweiz und diente als Vorlage für eine berühmte Schokolade. Der 4478 Meter hohe Berg steht auf der Grenze zwischen der Schweiz und Italien. Drei Seiten des Berges liegen im Wallis, die Südwand gehört zum italienischen Staatsgebiet. Es gibt unzählige Wanderwege rund um das Matterhorn. Wir empfehlen besonders die Fünf-Seen-Wanderung, bei der man fast immer den Berg im Blick hat und 5 verschiedene Seen umwandert. Ein trauriger Fakt zum Matterhorn ist, dass an keinem anderen Berg der Schweiz so viele Alpinisten sterben. Zwischen 1981 und 2011 kamen 223 Alpinisten ums Leben. Der Blausee im schweizerischen Kandergrund gehört definitiv zu einem der schönsten Bergseen des Alplandes. Inmitten eines idyllischen Naturparks fasziniert er nicht nur mit glasklarem türkisblauem Wasser, sondern ebenso mit einer mystischen Aura. Die Besonderheit des Blausees ist sein kristallklares und tiefblaues Wasser, welches euch bis auf den 12 Meter hohen tiefen Grund schauen lässt. Eine Frauenstatue am Grund des Sees soll die Besucher auf die Sage rund um seine Erstehung aufmerksam machen. Der Legende nach verdankt der Blausee seinen Namen einer schönen Maid, die an gebrochenem Herzen starb. Durch ihren verstorbenen Geliebten war ihre Trauer so groß, dass sie unendlich viele Tränen vergoss und schließlich in dem See ertrank, den sie so oft mit ihrem Geliebten aufsuchte. Das Verzaskertal ist ein idyllisches Tal, eingebettet in eine beeindruckende Bergwelt, ideal zum Wandern, Biken und perfekt, um die Natur zu genießen. Das Herzstück des Tals ist der smaragdgrüne Fluss Verzasker mit seinen fein geschliffenen Schluchten und tiefen Becken, die im Sommer zum Baden einladen. Das meist fotografierte Objekt des Tals ist zweifellos die Bogenbrücke Ponte dei Salti in La Vertesso. Als wir da waren, sprangen mutige Jugendliche fast in Minutentakt von der Brücke ins kalte Wasser. Man kann hier stundenlang am Fluss entlang wandern und man findet immer wieder wunderbare Plätze zum Baden. Einige Badestellen werden hier auch als die Malediven der Schweiz bezeichnet.
Im Haslital bei Meiringen hat sich der Fluss Aare eine bis zu 200 Meter tiefe Schlucht durch die Kalkfelsen gegraben. Die ganze Schlucht kann dank des Stegen und Tunnel zu Fuß mühelos durchwandert werden. Die ganze Schlucht kann dank Stegen und Tunnel zu Fuß mühelos durchwandert werden. Der 1,4 Kilometer lange Weg durch die Erlebnisschlucht ist leicht begehbar und dauert etwa 40 Minuten. Streckenweise ist die Schlucht nur 1 bis 2 Meter breit. In den Wintermonaten ist die Schlucht geschlossen. Die Schweiz ist für ihre grandiose Berglandschaft und die perfekt ausgebauten Wanderwege bekannt. Wir können eine Wanderung in Appenzell empfehlen. Wandert zum Berg Schäffler hoch und dann weiter zum Sentis. Euch erwarten dort fantastische Aussichten, die ihr so schnell nicht vergessen werdet. Unweit der Deutsch-Schweizer Grenze, bei Schaffhausen, gibt es ein grandioses Naturspiel zu sehen. Mit 23 Metern Höhe, 150 Metern Breite, kann man dort den größten Wasserfall in Europa bestaunen. Ein beeindruckendes Naturspiel, welches jährlich zahlreiche Besucher anlockt. Es gibt mehrere kostenlose Aussichtspunkte, die eine schöne Sicht auf den Wasserfall bieten. Man kann auch eine Bootstour auf dem Fluss machen oder eine Wanderung unternehmen. Der Luganersee liegt im südlichsten Teil der Schweiz. Dank dem milden, vom Mittelmeer geprägten Klima wachsen hier sogar Zitrusfrüchte und die Gäste können unter Palmen sonnenbaden. Die Stadt Lugano und der Luganersee gehören zu den schönsten Regionen des gesamten Alpenraums. Die milden Temperaturen und der laue Wind locken viele Besucher in die Schweizer Metropole, die mit über 2000 Sonnenstunden pro Jahr außerdem zu den sonnigsten Orten der Schweiz zählt. Die Rheinschlucht Rhoinalta zwischen Reichenau und Illanz wird nicht umsonst als Swiss Grand Canyon bezeichnet. Sie gehört zu den wohl spektakulärsten Landschaften in Graubünden und ist sogar in den Alpen einzigartig. In den wilden Schluchten erlebt man beim River Rafting Adrenalin pur oder man wandert an schroffen Felsformationen entlang. Ein gut begehbarer Wanderweg sowie Bike-Routen entlang des Rheins bieten außerdem tolle Gelegenheiten, um zu grillieren, Steinfiguren zu kreieren oder deine Füße zu baden. Die Schlucht ist ungefähr 14 Kilometer lang und von verschiedenen Aussichtspunkten kann man eine grandiose Aussicht genießen. Ganz ohne Frage gehört die Rheinschlucht für uns zu den Top-Reisezielen in der Schweiz. Wenn euch das Video gefallen hat, dann vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren, um noch mehr solcher Videos nicht zu verpassen. Gebt uns auch gerne einen Daumen hoch und lasst doch mal einen Kommentar da. Bis zum nächsten Mal.